Sophia. Fantastischer Schuss. Konstantin! Sophia, könnt ihr ihn mit dem Katapult treffen? Wir versuchen! Mach dich bereit! Ich glaube nicht, dass ihr damit trefft. Wir versuchen es weiter! Wir laden das Katapult nach! Moment! Der Helikopter ist zu schnell! Wir werden ihn niemals treffen! Warte, ich habe eine Idee. Wenn ich auf den Feuerball schieße, trifft die Explosion vielleicht den Heli. Hoffentlich hast du recht. Gib uns das Signal. Wir sind bereit. Jetzt, Sophia! Alles klar, los geht's! Mein Gott, das hat geklappt! Du hast es geschafft! Das war's noch nicht. Macht euch wieder schussbereit. Schick deine Einheit! Sofort! Ich will sie tot sehen! Thank you.
weiter. Sie und ich, Lara. Sie haben keine Waffen, keine Helfer, keine Hoffnung, dieser Ort zu ihrem Grab. Sie können sich nicht verstecken. Kämpfen Sie mit mir! Nein!
Mein Schicksal liegt in der Kammer der Seele. Jetzt kann ich... Wissen Sie, Sie sind stärker als Ihr Vater jemals war. Er hätte es nie so weit geschafft. Sie! Ich sehe Sie! Ich bin bestimmt zur Größeren. Das war niemals Ihr Schicksal. Ihre Schwester hat Ihnen das eingeredet. Ich habe es getan. Das alles. Gehen Sie nicht einfach weg von mir. Halt! Trinity hat Ihren Vater getötet. Nein, Sie lügen. Er flehte um sein Leben. Sie sind es nicht wert. Flehte er um alles. Er war so erbärmlich. Er tat mir leid. Ich denke gern, dass seine letzten Gedanken Ihnen galten, Lara. Wie er sie weggestoßen hat. Wie er sie enttäuscht hat. Fahren Sie zur Hölle. Sie gebracht hat. Tod. Nichts anderes werden sie je bringen. Gib es auf. Dafür habe ich alles aufgegeben. Und auf gar keinen Fall überlasse ich jetzt alles Trinity. Was ist mit deinem Vater? Du verdammst ihn, das Gespött der Geschichte zu sein. Wie kannst du das aufgeben? So kurz davor. Ich bin bereit, dieses Opfer zu bringen. Du darfst sie nicht bekommen. Denk an die Millionen, die leiden und sterben. Wir können sie retten. Wir können die Welt verändern. Gemeinsam. Der Preis ist zu hoch, Anna. Wir sollen nicht unsterblich sein. Der Tod ist ein Teil des Lebens. Du hast ja auch leicht reden. Du bist nicht die, die stirbt.